hallo zusammen. Herzlich willkommen zu Teil Nummer 2 der Rohema 5A Lakrit und 5A Speedsticks Rezession. Heute geht es mir um die Anfassqualität, um die generelle Verarbeitung und was ich von diesen Sticks halte. Los geht es. Also, ich fange mit den 5As an. Und die Lackierung bei diesen 5A-Stöcken sorgt dafür, dass man ein sehr gutes Gefühl hat. Man merkt, dass die Lackierung dafür sorgt, dass man ein Gefühl hat, dass man einen gut verarbeiteten Stock in der Hand hält. Auf jeden Fall ist die Lackierung schon sehr gut, zwar nicht so gut ausgeführt wie bei Wickforth, aber das lässt sich wunderbar verschmerzen, denn diese Sticks gehören zu den besten, die ich jemals spielen durfte hier an meinem Schlagzeug. Und der Grund ist einfach diese wunderbare, schöne Verarbeitung. Und vor allen Dingen der recht günstige Preis. Diese Sticks sind überhaupt nicht teuer, sondern recht günstig. Und somit lässt sich das alles wieder wettmachen. Und auch die hohe Gewichtsunterschiede und auch die unterschiedliche Färbung der Sticks macht sich durch den günstigen Preis wieder komplett wett. Auf jeden Fall sind das bisher die besten Sticks, die ich mit Wickforth zusammen je gespielt habe. Und ich möchte euch jetzt mal die generelle Verarbeitung dieser Sticks hier zeigen. Also wir haben es hier mit klassischen 5A zu tun. Wir haben hier auch dieses wirklich wunderbar verarbeitete Butt End und dann hier diese schöne Holzmaserung und auch hier das typische 5A-Design und auch hier diese schöne Spitze, dieser schöne Tipp. Und ja, das gefällt mir halt wirklich bei den 5A richtig gut. Und ich muss sagen, diese Sticks bleiben definitiv in meiner Stocktasche drin. Und die werde ich auch immer wieder spielen, weil sie auch durch ihre hohe Haltbarkeit überzeugen. Also sind auch sehr stabil. Man kann auch mit den Sticks wirklich wunderbar spielen, auch in allen Dynamikbereichen von sehr leise bis wirklich schon extrem laut. Und sie lassen sich auch überall stilistisch einsetzen. Also das sind definitiv richtig, richtig gute Allrounder, mit denen man wirklich sehr, sehr, sehr gut arbeiten kann. Also diese Sticks sind eine klare Empfehlung von mir. Und ja, die 5A sind auf jeden Fall richtig, richtig top Sticks, wenn man den günstigen Preis dazu bedenkt, dann kann man darüber hinwegsehen, dass es halt eben kleine Fehler gibt in der Bearbeitung oder in der Herstellung dieser Sticks. Das ist durchaus vernachlässigbar und somit gehören diese Sticks zu meinen Top-Favoriten, die ich in den letzten Jahren an meinem Schlagzeug definitiv spielen durfte und das ist richtig, richtig gut. Und jetzt zu den 5A Speedsticks und hier haben wir es mit ganz speziellen Sticks zu tun, die auch erstmal wirklich wunderbar verarbeitet sind. Sie liegen richtig gut in der Hand. Das Anfassgefühl ist auch richtig schön und mir gefällt sogar das Anfassgefühl. Und auch hier wieder, es könnte besser sein, es kann aber auch ganz schlecht sein. Auf jeden Fall
ist die Anfassqualität sehr, sehr gut und das gibt den Eindruck, auch einen sehr, sehr guten Stock in der Hand zu haben. Und auch hier ist die Verarbeitung richtig gut, aber dieses Mal gibt es keine Farbunterschiede im Holz und das ist schon mal sehr gut. Und das macht sie definitiv schon mal zu richtig guten Sticks. Und jetzt zeige ich euch mal das ungewöhnliche Design von diesen Sticks. Wir haben es hier mit schönen Sticks zu tun, die aber hier eine Einkerbung aufweisen. Und darüber möchte ich in einem ganz speziellen Video noch einmal sprechen, denn darum, über diese Einkerbung muss ich leider sehr, sehr, sehr viel sagen, anstatt wie es andere Schlagzeuger so tun, einfach nur so ganz kurz, sondern ich möchte ausführlich über diese spezielle Funktion hier, die diese Sticks aufweisen, euch was erklären und das wird dann in der nächsten Folge passieren. Also morgen werde ich euch dann über diese spezielle Einkerbung hier ganz speziell was erklären und euch auch zeigen. Und ja, was ist generell von diesen Sticks zu halten? Also die Verarbeitung aller Rohema Sticks, also auch hier die 5A, sind wirklich hervorragend verarbeitet. Vor allen Dingen hier diese Speedsticks geben mir ein wunderbares Gefühl, wenn ich sie in der Hand halte. Sogar ein besseres Gefühl wie die normalen 5A, aber das macht nichts, sondern es ist großartig, wie diese Sticks sich anfühlen, wie sie verarbeitet sind. Das sieht man auch hier an der wirklich tollen, schönen Maserung und der wirklich schönen Verarbeitung dieser Sticks. Also mit den 5A Speedsticks bin ich durchaus sehr zufrieden. Und ja, in dem nächsten Video, was kommen wird, morgen irgendwann, werde ich euch dann erklären, wie gesagt, was es mit dieser Einkerbung hier und hier und hier auf sich hat, denn das ist wirklich sehr, sehr, sehr hochinteressant. Also, das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Anschauen, vielen Dank fürs Abonnieren, vielen Dank fürs Kommentieren, vielen Dank fürs Liken, fürs Disliken und so weiter und so fort. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao!